Und hier sind die drei besten Bauteams der Republik. Hier sind Christoph und Thomas, Alex und Basti, Luis und Ben. Heute greift ihr alle nach dem Titel, nach 25.000 Euro und natürlich nach diesem herrlichen Pokal. Diese Vorrunde ist wichtig, denn ihr kämpft um einen Vorteil für die Hauptchallenge. Wer baut den höchsten Turm? Wohlverdient. 10 Steine. Passt also gut drauf auf. Und freut euch über unseren ehrfürchtigen und leicht neidischen Applaus. Ihr könnt bauen, was ihr wollt. Freestyle heißt diese Aufgabe. Das bringt, glaube ich, nicht so viel, wenn du jetzt alleine gegen zwei Zweierteams baust. Sag mal, der Jörg, ne? Mit dem hast du dich doch gut verstanden, oder? Ja, der war super. Ja, dann habe ich eine kleine Überraschung für dich. Jörg! Was passiert? Der fährt? Nee. Ups! Oh. Falls Sie sich schon immer gefragt haben, warum zum fünffach gedrechselten Cheeselope das hier die härteste Familiensendung aller Zeiten sein soll, hier ist die Antwort. Wer spielt gerne mit Lego? Sehr gut. Wer ist ein bisschen aufgeregt gerade? Das sind die drei Bauwerke unserer Finalteams. Und ihr geht jetzt einfach hin und guckt euch alles ganz genau an. Und das, was euch am besten gefällt, da schmeißt ihr diesen Stein rein, den ihr bekommen habt. Auch. Als Bart hat er Schlange. Wie kriegen die das nur hin? Mir gefällt am besten die Meerjungfrau. Gut, vielen Dank an unsere Familien. Die nächste härteste Jury aller Zeiten steht schon bereit. Ihr habt jeweils auch noch mal jeder 30 Abstimmungssteine. Wir fangen an mit dem Drittplatzierten. 21 von 100 möglichen Bewertungssteinen. Und die gehen an Ben, Luis und Jörg. 40 Steine, 39 Steine. Tatsächlich nur ein Stein mehr. Und die Gewinner von Lego Masters 2022 sind Basti und Alex! Yeah. Alter! Oh. Herzlichen Glückwunsch, Männer! Danke sehr! Meine Damen und Herren, da haben wir sie doch wieder gefunden. Die besten der besten Modellbauer Deutschlands. Vielen Dank an alle Teams, die mitgemacht haben, auch die bereits ausgeschiedenen. Vielen Dank an Sie zu Hause fürs Zuschauen. Immer ganz herzlichen Dank an Lissi und René. Es ist eine wahre Freude mit euch. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal dabei wart. Wir sehen uns bald wieder und wir auch. Vielen Dank. Tschüss.